Und auch wenn man jetzt sagen könnte, was regt man sich darüber auf, ist auch nur ein blöder Bericht. Nein, das ist in meinen Augen wesentlich gravierender als das. Denn die Art, wie sie in diesem Bericht vorangegangen sind, das ist einfach ein Unding, wie es meiner Meinung nach im öffentlichen Fernsehen eigentlich nicht passieren darf. Alles, was wir gesagt haben, ist eigentlich nur, das geht so nicht, RTL. Hallo meine Lieben, willkommen heute zu dem Laber-Video hier. Wir haben heute als Thema den Gamescom-Skandal von vor 10,5 Jahren. Also es war 2011, als ein ganz, ganz großer Skandal auf YouTube so ein bisschen eingehalten hat. Beziehungsweise auf YouTube wurde das Ganze ein bisschen groß getreten. Und warum berichten wir jetzt nochmal darüber? Nun, zum einen wurde ich gefragt, ob ich das nicht mal machen wollen würde. Ich habe gedacht, eigentlich, warum eigentlich nicht? Wir haben dann im Stream halt ein bisschen drüber gesprochen und ich finde das Thema ja immer ein bisschen spannend. Und das Witzige ist halt, dass ganz, ganz viele von euch, glaube ich und weiß ich auch, mich durch dieses Video überhaupt erst kennengelernt haben. Aber für die, die gar nicht genau wissen, was ist überhaupt damals passiert? Wovon spricht der alte Mann eigentlich schon wieder? Weil 2011, das ist ja gefühlt schon wieder eine kleine Ewigkeit her. Damals war es so, dass RTL einen Bericht gemacht hat, einfach einen Beitrag im Fernsehen und da haben sie halt Interview und Leute mit Kameras auf die Gamescom geschickt und haben dann dementsprechend einfach so einen kleinen Bericht hinterher gemacht. Und dieser Bericht, sie wollten es wahrscheinlich ein bisschen humoristisch machen. Die Frage ist halt, wollten sie bewusst anecken, wollten sie bewusst so ein bisschen, ja, so ein bisschen anti sein oder die Leute triggern. Ich glaube aber vor allem, dass zu der damaligen Zeit sie mit diesem Bericht einfach dem Klischee über uns Gamer und damit dann halt einfach der Meinung der breiten Masse entsprechen wollten, um damit dann eben die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Und was haben sie dann gezeigt? Sie haben halt darüber berichtet, wie wir Gamer halt alle stinken, wie wir uns durch die Hallen quetschen und auch wenn Wahrheiten dabei sind, wir waren selber mal auf so einer Messe, wir wissen, dass man da stinkt, weil man schwitzt und so weiter, aber die Art und Weise, wie halt berichtet wurde, die Art und Weise, wie auch hier teilweise die Worte von Damen verdreht wurden. Es gibt ja diese hübschen Damen, die da rumlaufen. Und eine davon wurde halt auch interviewt und ihr Interview wurde halt komplett zerstückelt. Ihr wurden komplett Worte in den Mund gelegt. Sie wurde diffamiert in diesem Interview und hatte richtig Probleme hinterher, weil halt dann eben diese Gamer-Szene auf sie losgegangen ist und wie bei allem müssen natürlich wieder irgendwelche Vollidioten mit Morddrohungen kommen und so weiter. Das heißt, auch das Leben dieser netten Dame wurde halt komplett auf den Kopf gestellt, weil sie hatte das nie so gemeint und gesagt, wie das, was sie da gesagt hat. Laura hieß sie, glaube ich, ne? Und dann haben auch gewisse YouTuber sich dagegen ausgesprochen. Der Rainer Schauder hat damals ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Sein Video ist viral gegangen. Und wenn ich sage viral gehen, in der damaligen Zeit hieß das über 100.000 Aufrufe. Heutzutage würde viral sein, dass Unge und alle anderen reagieren und du schießt in die Millionenhöhe. So Varion-Größe. Damals war 100.000 schon eine richtig krasse Nummer für einen deutschen YouTuber. Und selbst mein Video, was ich danach gemacht hatte mit 45.000, war auch schon fast viral. Und alles, was wir gesagt haben, ist eigentlich nur, das geht so nicht, RTL. Das könnt ihr so nicht machen, wir müssen aufstehen, wir müssen uns verteidigen und so weiter. War natürlich auch so ein bisschen Polemik dabei, aber wir haben uns schon so ein bisschen angegriffen gefühlt. Und die Frage, die ich mir jetzt halt quasi stelle und die wir heute so ein bisschen besprochen haben, ist, hat sich denn seitdem viel verändert? 2011 war das und ich bin ja mein Leben lang mit Videospielen in Kontakt gewesen. Ich habe noch die ganz alte Zeit mitbekommen, als noch Atari und Amiga und sowas da war. Selber bin ich dann zu Zeiten des NES aufgewachsen und dann meine erste eigene richtige Konsole war mein Super Nintendo und dann N64 und so weiter und so fort. Ne? Und damals war alles so ein kleines bisschen anders, was Gaming angeht. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur so, oh, wir hatten noch Disketten, wir hatten kein Internet und so weiter, sondern einfach wie Gaming betrachtet wurde und wie Gaming in der Gesellschaft angesehen wurde, hat sich im Laufe der Jahre ja schon extrem verändert. Zum einen, weil natürlich die Videospielbranche geboomt ist. Sie ist ja mittlerweile die größte Branche, die wir überhaupt so haben. Da sind Umsätze, da träumen die Filme ja mittlerweile von. Und das Fernsehen kann da sowieso von ganz anderen Dingen noch träumen. Das ist Wahnsinn, wie viel Geld mit den Games heutzutage umgesetzt wird. Und ein großer Brocken geht dabei natürlich auch in die Mobilindustrie. Und Gaming, kann man schon so sagen, ist schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber die interessante Frage ist es das wirklich? Ist es wirklich in der Gesellschaft angekommen? Ist es wirklich akzeptiert? Und vor allem die eine Frage,
Ist es denn jetzt tatsächlich so, dass wir Gamer nicht mehr mit Vorurteilen konfrontiert werden, so wie wir es eben damals abbekommen haben? Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Und da, an dieser Stelle muss ich halt natürlich sagen, kann ich vor allem nur so ein bisschen aus meiner Lebenserfahrung berichten. Ich habe auch ganz, ganz viel euch gefragt, gerade was auch so die Schule angeht, weil ich war schon lange nicht mehr in der Schule. Und wenn wir bei dem Thema direkt sind, so muss ich da tatsächlich sagen, dass die Leute sich relativ einig geworden sind, dass Gaming gerade im Jugendbereich und im Schulbereich auf jeden Fall komplett in der Mitte ist. Ja, heutzutage sagen die Leute, ist es eher komisch, wenn du nicht Videospiele spielst. Dann fragen sich die Leute eher, ja, was machst du denn dann? Dann bist du halt schon eher so ein Sportgeek oder so. Also Gamer zu sein ist heutzutage ganz normal. Wenn die Lehrer nicht aufpassen, dann spielen die Jungs in der hinteren Reihe, spielen halt deine Mangas auf dem Handy. Ich habe dann die Schüler bei mir im Markt gesehen, als sie in der Pause oder in den Freistunden halt zu zehnt waren und sie haben auch die ganze Zeit im Mangas gespielt. Und da die Leute spielen Fortnite oder gucken sich Videos über Videospiele an. Das Thema Videospiele ist in aller Munde und wenn irgendwie ein großes Spiel angekündigt wird, SSD3 oder so, dann ist das auch das Thema auf dem Schulhof und alle reden darüber und es ist völlig normal, sich mittlerweile für dieses Thema zu interessieren. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass die Leute gesagt haben, dass es beileibe nicht mehr so schlimm ist, wenn man heutzutage Nintendo-Spiele spielt. Es ist nicht mehr so, dass du ein Außenseiter bist, wenn du eine Switch hast oder wenn du sagst, ja, ich spiele auch mal Zelda oder sonst wie. Das ist alles kein Problem mehr. Natürlich gibt es auch da wieder Bereiche, wenn du halt einen knuddeligen Kirby spielst, bist du vielleicht nicht unbedingt so der coole Dude, als wenn du am Wochenende jetzt krasse FIFA-Matches gerockt hast oder bei Call of Duty der krasseste Typ war oder Fortnite-Skills teilst. Aber es ist nicht mehr so wie früher zu meiner Zeit, wo du tatsächlich, wenn gesagt wurde, hey, ich spiele Nintendo, dass die Leute dann sagen, aha, so einer bist du also. Zu meiner Zeit war es so, Gaming war wirklich Nische. Gaming ist so, und Anime ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Man war halt damit, das ist dieser alte Begriff des Nerds. Der Begriff Nerd ist ja in der heutigen Zeit ganz anders konnotiert, als das damals noch war. Weil damals bedeutete Nerd, heutzutage ist Nerd schon fast gar nicht mehr irgendwie großartig schlimm konnotiert, sondern man denkt sich halt her, okay, ist halt ein Nerd, das heißt, oder es gibt ja auch andere Begriffe, Kotaku, Weeb, wobei der eine sagt, das ist negativ gemeint, der andere sagt, nö, so nennen wir uns halt, alles cool. Ich möchte nochmal an dieser Stelle betonen, ich möchte niemanden damit auf den Schlips treten. Das sind halt so diese Begrifflichkeiten, die so da draußen im Internet rumfliegen. Nerd ist ja auch, wird auch von den ganzen Leuten, also mit Ö, ne, Nerd, wird von den Leuten ja auch teilweise unterschiedlich aufgefasst. Ich meine sie, wie gesagt, nie böse. Und früher war ja das Wort Nerd tatsächlich abwertend gemeint. Damit, wenn du sagst, ah, guck mal, voll der Nerd, dann wurde damit quasi gesagt, okay, das ist einer, der auf, wie heißt das hier, auf LAN-Partys geht, das ist so einer, so ein Computer-Freak, auch ja eine interessante Sache. Es gab halt mal eine Zeit, wo sich mit Computern richtig gut auskennen, da warst du halt schon so ein ungebumster Brillenfreak. Also war es halt, weil der PC, das war alles neu, das war so Technikkram, da kannte sich halt keiner mit aus. Die coolen Leute waren gut in Sport und so weiter und solche Sachen und ja, war eine andere Zeit, ne? Und als das dann aber so langsam immer mehr normal wurde und auch Technik immer mehr normal wurde und damit natürlich auch die Videospiele sich immer mehr verbreitet haben, hat auch gerade so im Schulbereich Gaming natürlich immer mehr Fuß gefasst. Wo ich allerdings tatsächlich sagen muss, wenn ich jetzt so an meine Erfahrung in der normalen Gesellschaft denke, wenn ich da so hingucke, muss ich persönlich sagen, dass ich natürlich in zwei Bereichen extrem negative Beispiele gemacht habe. Und hier habe ich natürlich auch viel auf euch gehört, weil ich ansonsten natürlich immer nur so von meinem Leben berichten kann und dann wird das immer alles extrem subjektiv. Aber wir sind da schon auf einen ganz guten Konsens gekommen. Ganz, ganz viele haben sehr ähnliche Erlebnisse gehabt wie ich. Und eine Sache, die ich ja immer wieder als Problem hatte, war das Thema mit den Frauen. Auch wenn ich dazu sagen muss, ich bin ja schon sehr extrem. Ich habe super viele Videospiele, ich sammle Videospiele. Ihr seht's, meine Wohnung ist voll mit bunten Nintendo-Sachen. Ich mache auch noch YouTube über Videospiele, ich rede drüber, ich lebe das Thema ja. Und dass man dann so denkt, okay, ich weiß gar nicht, ob überhaupt in seinem Leben noch Platz ist für andere Dinge als für Videospiele. Oder dass Frauen halt sagen, okay, das finde ich echt ein bisschen krass, freakig, ein bisschen viel. Oder tatsächlich auch, was ich als Problem hatte, dass die Leute es als unmännlich empfinden, wenn man sich mit Videospielen auseinandersetzt und sammelt. Und damit meinen sie nicht die Männer, die halt abends Whisky trinken, FIFA spielen ab und zu mal, sondern halt die, wie ich, die es halt leidenschaftlich betreiben, empfanden leider meine ehemaligen Beziehungen, außer jetzt der ganz letzten, als unmännlich, als kindisch. Und es war denen teilweise unangenehm und peinlich auf Partys oder sowas, wenn herauskam, dass ich halt dieses Hobby habe. Nicht immer oder so, aber gerade bei der Einbeziehung hat sie einfach unterbewusst gemerkt, dass sie es tatsächlich
einfach nicht antörend und als unmännlich empfand. Und das hat sie sich nicht ausgesucht. Sie wollte das nicht. Sie wollte ein aufgeschlossener Mensch sein. Sie ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Aber es hat sie gestört. Und die davor, die war ja ganz, ganz krass. Die wollte mich ja wirklich verändern. Die wollte, dass das überhaupt nicht zur Sprache kommt. Das war so spießermäßig, wollte sie immer sein. Und da war ganz wichtig, dass man einen guten Job hat und gute, anständige Hobbys hat. Und sie wollte ja wirklich, dass ich dann auch schnell zu ihr ziehe, dass ich meine Sammlung komplett im Keller verbarrikadiere und dass ich am besten gar nicht mehr sammle. Und auch YouTube ist doch alles auch nur Spielerei und Nebenkram. War es damals ja eigentlich auch. Und wollte mich da halt sehr, sehr hart verändern und umbiegen. Und zum Glück habe ich dann irgendwann da auf die Bremse getreten und dass das Ganze dann irgendwie eingedämmt wird. Das heißt, im Bereich auf Frauen habe ich persönlich leider da ganz, ganz negative Erfahrungen gemacht. Jetzt habe ich aber auch ja eine ganze Weile, ich sag mal, gerade in den letzten Jahren, ist es ja schon so, dass auch Gamerin sein wesentlich normaler und akzeptierter geworden ist. Auch wenn ich hier von, also aus unserer Sicht jedenfalls. Und hier finde ich immer ganz interessant, dass hier zwei verschiedene Ansichten teilweise aufeinandertreffen. Und ich natürlich auf das vertrauen muss, was die Leute dann erzählen. Ich würde mal behaupten, dass für ganz, ganz viele von uns Männern, gerade die aus der Gaming-Branche, dass wir es eigentlich toll finden, wenn die Frauen Videospiele spielen und es uns überhaupt nicht stört und wir das an den Frauen überhaupt nicht schlimm oder unattraktiv finden. Aber gleichermaßen höre ich eben von ganz vielen Frauen, dass sie da ganz, ganz oft auf Probleme stoßen und auf Vorurteile stoßen, Gamerin zu sein. Und dass die Frauen das Gefühl haben, dass sie eben als Gamerin irgendwie nicht so akzeptiert werden und dass die Männer eher nicht so toll finden. Und da frage ich mich immer, wie kann denn das sein, dass da so zwei verschiedene Ansichten so aufeinandertreffen? Wie gesagt, ich habe ja mit hunderten Leuten gestreamt und das war ganz interessant, wie die eine sagt hat, nee, wir finden doch Gamerin toll. Und die Gamerin meinten, ja, aber wieso finden das denn die Männer immer so untoll? Und denke mir, interessant. Habe ich jetzt unbedingt nicht gerade eine Lösung für das Thema, war aber eine interessante Beobachtung, die ich so gemacht habe. Aber das nur mal so am Rande. Dann hatte ich ja noch das ganz, ganz andere Problem. Und das ist das, wo ich tatsächlich am allermeisten immer noch der Meinung bin, dass ja, Gaming ist immer noch in der Gesellschaft angekommen. Der ganze Sektor ist auf jeden Fall viel akzeptierter. Es wird ja auch viel freier und viel lohnender, also belohnender und auch viel belobigender über Videospiele berichtet. Jetzt gab es einen Bericht über Elden Ring und über Events und so weiter. Es wird ganz normal über das Medium Videospiele als eine Art Kunst berichtet. Und Videospiele sind viel mehr als Kunstform und als Unterhaltungsform mittlerweile akzeptiert. Aber ich persönlich stoße immer wieder auf Vorurteile gegenüber diesem Bereich. Vielleicht hat es aber auch halt damit zu tun, dass es ja auch bei mir um den Bereich YouTube und Twitch geht. Dass es sich vielleicht gar nicht mehr unbedingt nur um das Spielen von Videospielen handelt. Aber ich habe so viel Kontakt gehabt zu Kollegen auf der Arbeit, ehemalige meiner Chefs und so weiter, die dann gefragt haben, ja und was zockst du denn da so? Und ich habe euch das so ganz normal erzählt. Also aha, solche Sachen, ne? So Japanokram. Und ich so, was soll das denn jetzt so genau? Und dann, ja, und dann sitzt du da und machst irgendwie so den Clown für die anderen? Oder warum gucken die da so rein? Oder so, habe ich schon, der Ton hat mir halt schon überhaupt nicht gepasst. Und dann habe ich noch kurz versucht, ihm das zu erklären. Aber er hatte schon diese leicht ironisch grinsende, arrogante Haltung dem Ganzen gegenüber. So von wegen, dass er eigentlich nur darauf wartet, dass ich irgendwas sage, was ihm bestätigt, dass das Ganze halt irgendwie total der bescheuerte Kinderkram ist oder sowas, wo er dann so draufspringen kann. Und ich persönlich bin jetzt ja in der Situation, dass ich mit den Stunden zurückgegangen bin, also eben nicht mehr Filialleitung, auch nicht mehr erste Stellvertretung, sondern eben von 170 auf 100 Stunden zurückgegangen bin und versuche, auch wenn das bei den aktuellen Corona-Kranken und den Corona-Kranken und allem Möglichen gerade sehr, sehr schwer ist, ich muss mich halt zum Arsch entwickeln und muss lernen, Nein zu sagen, weil ich die Zeit hierfür brauche und haben möchte. Und genau das ist das Problem. Weil für die Menschen halt diese Art von Job, den ich jetzt versuche, irgendwie wenigstens halbtags an den Tag zu legen und hier Gas zu geben, das ist ja für die ganz, ganz viele Menschen absoluter Quatsch. Mit Videospielen Geld verdienen, das ist doch Quatsch. Man muss auf die Baustelle, man muss einen Job haben, der anstrengend, der körperlich, den man hasst. Und nur dann ist es ein richtig toller Job und nur dann akzeptieren wir das auch. Weil ich halt Probleme damit habe, den Leuten zu vermitteln, dass ich hier gerade einen Lebenstraum verfolge. Dass ich hier gerade versuche, eben nicht mehr 180 Stunden, 200 Stunden die Woche arbeiten gehen zu müssen. Mit einem Job, der körperlich sehr, sehr anstrengend ist. Und einem Job, der jetzt gerade zu Corona-Zeiten auch einfach extrem viel weniger Spaß macht. Durch diese ganzen Umstände, die es eben so gibt.
dass ich da auf etwas hinarbeiten möchte und das ja bewusst gegangen bin. Ich verdiene 1000 Euro weniger mittlerweile durch die ganzen Umstellungen und das muss ja irgendwo wieder reinkommen. Aber ich tue mich ganz, ganz schwer damit, die Leute davon zu überzeugen, weil ich da immer wieder auf diese Vorurteile treffe. Videospiele ist doch nur Kinderkram, ist doch nur Spielkram. Das kann doch kein wirklicher Beruf sein. Das kann doch nicht sein, was man sinnvoll betreibt. Jetzt sagt er uns auf der Arbeit ab und lässt uns hier in dem wichtigen Gewerbe hängen und lässt uns im Stich, weil der Videospiele daddeln will. Ich sehe das, dass die das denken. Ich weiß von einigen, dass sie das denken. Die Kollegen reden ja auch untereinander. Und es wird dann auch so ein bisschen an mich herangetragen, was die Leute dann hinter meinem Rücken reden. Und das ist schade, sowas zu hören und da diese Vorurteile zu spüren und zu merken. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt da nicht so ganz genau, liegt es jetzt daran, dass ich Videospiele spiele oder dass ich halt streame oder Videos drüber mache. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe einfach das Gefühl, dass das Spielen von Videospielen nie wirklich über diesen Aspekt der sinnlosen Zeitbeschäftigung hinwegkommen wird. Dass es irgendwie immer eine Art von Kinderkram, von Spielzeug für viele Menschen sein wird und dass diese Vorurteile und dieses Denken, das ist doch, da gibt es doch viele sinnvollere Dinge, die man machen könnte und das machen doch Kinder und Erwachsene, die spielen, das ist doch irgendwie nicht. Also das bei ganz, ganz vielen Menschen und ich treffe halt leider, wie gesagt, durch meinen Job auf ganz viele dieser Menschen. Ich sehe diese Blicke, diese abschätzenden, diese herabschätzenden, abwertenden Blicke, so wie, aha, okay, warum kommt er jetzt nicht arbeiten? Aha, der will Videospiele spielen. Also ich treffe da leider immer wieder auf Vorurteile und auch im Chat habt ihr immer wieder von Situationen erzählt, wo ihr leider auf diese Vorurteile getreten seid, egal ob es jetzt als Frau ist, die Videospiele spielt und sich halt da nicht so ganz akzeptiert fühlt von der Männerwelt, die sie ja irgendwie kennenlernen möchte. Oder ob es die Männer sind, die vielleicht im Beruf oder euch Schüler, die halt gewisse Videospiele spielen wollen. Ich persönlich würde sagen, Gaming ist viel akzeptierter in unserer Welt als Medium, als Unterhaltungsmedium und so weiter. Aber dass da doch immer noch sehr, sehr viele Vorurteile sind. Und ich würde nicht ausschließen, dass irgendwann demnächst nochmal ein Ausrutscher passiert, und einfach ganz, ganz vielen Menschen diese Vorurteile nachgesprochen wird und vielleicht nochmal ein Bericht dieser Art irgendwie nach draußen kommt. Vielleicht nicht so ganz so krass wie der damalige RTL Gamescom-Skandal, aber mal gucken, ob wir hier in 10 Jahren nochmal sitzen und vielleicht dann Gaming das Einzige ist, was es noch gibt. Wobei, nee, es wird immer die Leute geben, die sich auch gerne vom Fernseher mit irgendwelchem Rotz-Content unterhalten. Wobei, den Rotz-Content gibt es auch auf Twitch. Das kann ich auch liefern. Also da könnt ihr gerne bei mir auf Twitch vergucken. Absoluten niveaulosen Rotz-Content findet ihr auch bei mir. Also wir sehen uns dann demnächst auf Twitch. Schreibt gerne eure Erfahrungen und eure Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare. Immer dabei respektvoll bleiben. Ich persönlich habe ja auch nur berichtet, was ihr im Chat ein bisschen erzählt habt und was meine Lebenserfahrung war. Immer schön die Meinung anderer akzeptieren. Bleibt friedlich in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.